So, hallo mein Mann, sind wir heute mal beim Thema Wasserverteiler. Und zwar der für die Wasseruhr, nämlich jener. Selbe Problem, wir haben sehr viele Ameisen und die haben natürlich nichts Besseres zu tun, als hier hinten rein zu kriechen, wie auch immer die das machen. Und da drin alles zuzusetzen, das heißt, die setzen den Filtermechanismus außer Kraft und bauen sich ihre Höhle hier, da muss man die reinigen. Also man kann hier hinten ganz lang mit dem Wasserstrahl reinsprühen. Das läuft dann hier überall raus. Davor natürlich hier von der Grundplatte trennen. Man kann auch hinten durchsprühen, aber das macht sich so einfach besser. Ja, und dann eventuell, wenn möglich, kann man den auch zerlegen. Mal schauen, wie es drinnen aussieht. Natürlich irgendwas. Hier hätte ich auch was anderes denken können. Ja, und ihr seht es, Ameisen, Ameisen, Ameisen. Die richtige Größe finden. Ich weiß jetzt nicht, ob hier drin eine Filterspannung auf dem Gerät ist. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jetzt auseinandernehme, aber er geht sowieso nicht mehr. Das war es jetzt. Die Feder ist drin hängen geblieben. Das heißt, er hat nicht mehr umgeschaltet auf Bewässern von Stück nach Stück, sondern der hat einfach alle offen gelassen. Wie das geht, weiß ich nicht, aber das werden wir gleich feststellen. Ich denke, dass sich da so viele Ameisen an der Feder eingenistet haben, dass der Mechanismus einfach nicht mehr funktioniert. Im Prinzip habe ich nichts gegen Ameisen. Im Garten sind sie sehr wichtig, aber solange wie sie die Technik nicht auseinander. Upsala. Okay. Da haben wir den Spaß und man sieht total verdreckt. Das heißt, hiervon kann nichts mehr passieren. Seht ihr das? Alles voll mit Ameisen. Und mit Erde, ebenso wie hier. Ameisen, Ameiseneier und Erde. Ja, und dann funktioniert der Mechanismus natürlich nicht. Jetzt werde ich das spülen und dann wieder zusammenbauen und dann mal schauen, ob es funktioniert. Tja, und jetzt nochmal zur Ansicht. So sollte es eigentlich aussehen. Ne, so auch nicht. Noch eine Ameise. Also selbst mit Ausspülen kriegt man nicht alle raus, die setzen sich hier gut fest, muss man gut sauber machen. Also ich habe es jetzt einmal gespült, es geht schon, aber es ist noch nicht das, was man als sauber bezeichnet. Also muss ich nochmal ran.